Okay, ohne Umschweife gehen wir jetzt weiter und retten unsere Nichte. Ist doch richtig, oder? Ich meine, wir haben ja schließlich unseren Bruder ja schon getroffen. Ein paar Mal. Mit unseren Fäusten. Ich war Eike. Und was haben wir da? Eine Made. Praktisch, dass die Dinger immer so schön ausgeschnitten da sind. Da muss man sich nicht lange die Mühe machen, die auszubuddeln. Oh, natürlich. Nicht wahr? Was meinst du, Eike? Hallo. Ja. Ist doch wieder. Das war doch wieder abzusehen, nicht wahr? Mein, Ja, was wäre. natürlich. Was wäre ein Resident Evil ohne einen Friedhof? Ja, okay, ich Weniger weiß. gut. Ja, okay, ich weiß. Im ersten Resident Evil gab es keinen Friedhof. Das gab es erst im Remake für GameCube und so weiter. Aber ihr wisst, was ich meine. Oh, das ist jetzt hier die Frage, Ike. Was machen wir denn eigentlich, wenn wir durch sind? Ich meine, wir haben höchstens noch ein DLC, in dem gezeigt wird, wie die ganze Baker-Familie, die diese ganze Nummer losgegangen ist, mit so, oh, ich habe ein Mädchen gefunden in diesem Schiff, was im Sumpf liegt. Oh, den kennen wir doch, Ike. Tatsache. Und Klasrina. Oh ja, die neuen Kampfpuppen, die wir gefunden haben. Ich meine, wir sind ja schon bei 30%. Ich sehe schon. Ah, verdammt! Die Viecher. Erstmal eine Made sammeln. Ja, ich sehe schon einen Effekt. Ich könnte jetzt natürlich jetzt die Bombe einsetzen bei Engpass und so. Zu viel Magensäure, was? Ah. Ich dachte jetzt, das können wir jetzt im Finisher teilen. Ach, weißt du was? Nee, das wäre Verschwendung. Hallo? Ich glaube, ich konnte ihn nicht verfehlen. Ah, verdammt. Stimmt ja. Die explodieren. Ich erinnere mich. Obwohl, na Quatsch, wir haben 10 Stück davon. Dann nehmen wir das 11. Was ist es denn diesmal? Ich glaube, es ist ein Stück davon zwischen meinen Zähnen hängen geblieben. Ich wollte ja schließlich jetzt nicht für den dicken Molde jetzt hier die Schrotflinte verschwenden, Eike, nicht wahr? Genau. Ein bisschen merkwürdig, nicht wahr? Warum packen die hier als Extra-Waffe fürs einmal durchspielen? Ja, ich hab's schon durchgespielt, ich bin blind. Hier diese, wie heißt sie nochmal? M21-Flinte, die gute, aus den Hauptspielereien. Wenn man gar keine Munition dafür findet. Verstehe ich nicht so ganz. Vielleicht als kleines Bonbon einfach so mal nebenbei. Oh, als Bonbon. Das ist ein verdammtes Sakrileg. Oh, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Joe Christ ist. Kennst du es wieder, Eike? Aus der allerersten Folge? Da sind wir unter durchgekrabbelt, weißt du es noch? Ja. Wir haben es im Keller gefunden und du hast gesagt, nee, guck das nicht an, geh einfach raus. Weißt du es noch? Ja, ich weiß es noch. Ja, das fandest du ein wenig zu extrem. Okay, hier ist nichts, das kann ich ja schon mal sagen. Hier ist nichts, was man noch einsammeln könnte. Also retten wir sie. Und diesmal wirklich. Tritt in die Eier! Tritt in die Eier! Jake! Was zum Teufel? Hat er sich jetzt also zum dritten Mal wieder regeneriert, was? Was? Verdammt! Oh mein Gott, nein! Erkennst du deinen Bruder nicht mehr? Hat er was gesagt? Ich hab's jetzt. Fass ihn nicht an! Jake!
Lass mich gefälligst raus! Die Familie! Wie kannst du mir sowas antun? Lass mich gefälligst raus, Jake! Boah! Mann! Einige Leute haben ja schon Angst. Ich war Eike? Einige Leute haben ja schon Angst, wir lebendig begraben werden. Aber ein Sarg ertränkt? Mist. Mensch, Jackie Boy. Harter Tobak, ne? Ein Glück hat uns die Flut hier angeschwemmt. Oder wir sind nur halb ertrunken oder halb unter Wasser gewesen in dem Fall. Oh, und es dämmert bereits schon. Ja, ich glaube, der Jack, ja, wir haben ihn jetzt, glaube ich, wieder erkannt. Ich glaube, der ist jetzt so oft mutiert, beziehungsweise wieder gestorben und wieder erwachsen aus was auch immer. Ich glaube, der ist jetzt gar nicht mehr so menschlich. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Dasselbe Ding wie bei der Basis sein. Was zum Teufel? Er stirbt nicht! Rückzug! Rückzug! Ah! Bist du ja, du dreckiges Schwein. Na dann mal los. Ah, auf jeden Fall. Der Fälle kann man hier nochmal abspeichern. Okay, der Synchronsprecher, der gerade durch das Funkgerät geredet hat, der war jetzt nicht ganz so gut. Okay. Nebencharaktere, da ist es verschmerzbar. Obwohl, eigentlich, wie fandest du eigentlich bisher so die Synchro von dem Spiel? Wenn mir jetzt gerade so einfällt. Ja, ist in Ordnung. Standard. Oh! Wie war es noch? Links, rechts? Links? Oh. Oh, oh, mehrere. Oh, ich glaube, ich sollte Abstand nehmen. Oh, ich könnte die Bombe einsetzen. Ah, nein! Ah, verdammt! Nein. Mein ganzes Zeug ist ja weg. Habe ich ganz vergessen. Und. Oh. Durch Stahl punchen können wir nicht. Dann geh an die Seite. Geh zur Seite. Da zur Seite durch. Los, los, los. Vielleicht finden wir hier einen Weg. Lauf einfach weg. Oh, was ist das denn? Da liegt was. Da liegt die Faust. Los, nimm sie mit. Das ist. Was zur Hölle ist das? Das ist Blasco. Spielzeuge. Einsatzbereit. Redner. Hallo. Grüße, Leute, es ist Arno. Hallo, Arno. Kommt gerade richtig. Wir kommen gerade dazu. Resident Evil. So ist Ende DLC. Bam! Da Eike, habe ich zu viel versprochen. Es ist eine Powerfaust. Es ist die Powerfist. Die leckt die Powerfist. Es ist die linke Hand. Uff. Was ist das denn für Tiefe? Oh. Oh, warte mal. Ach, oh, da muss ich wieder anstellen. Da trifft sich Schuh. Ich habe vorhin in der Last was gespielt. Ja. Ja gut, da sind ja auch quasi Mutanten, obwohl hatte ich auch was mit Pilzen zu tun. Ja, Eike. Okay, jetzt mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Ja. Vollständig geladen. Jetzt sind wir quasi unzerstörbar. Das, was ich brauche, um Jack also diese Teil, die ich mir mache, immer noch muss. Ja. Ich hab da zwei und drei. Allein die Filmmusik. Ja. Dabei haben wir nur eine Faust. Stell dir mal vor, wir hätten jetzt auch an der anderen Hand auch eine. Dann kannst du Akimbo Vollgas fressen. Akimbo Fäusten, genau. Nennt mich den Fister. Nein. Ja, erstmal an die Seite schauen. Dun, 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 dun. Wo ich mich frage, warum brauchen Sondereinsatzkommandos sowas? Hast du die Gegner gesehen? Ja, schon, aber. Oh, hübsch. Vierte Klasse. Da war noch alles gut. Da war der Psychopathensohn noch ein nettes, kleines Psychopathenkind. Eike. Nicht wahr? Ja. Stimmt. Ja, aber hast du die Viecher gesehen? Ich meine. Speicher mal. Sicher? Okay, weil ich sag's mal so, also nie, ob das Spiel ausgeht und dann plötzlich ja. So. Immer wenn man Speichermöglichkeit hat, sollte man dies auch tun. Ja.
Auch wenn der DLC, das kann ich ja verraten, in dem Fall nicht mal eine Stunde lang ist. Du schreist. Ich schreie nicht. Ich spreche nur so laut, weil die Musik so episch ist. Bitte, stell die Musik da. Also. Ja, erstmal ziehen wir uns einen Tausendfüßler rein. Ich fand das... Was sagst du, Aino? Die sind sehr gesund. Ah, verdammt! Alter, war ich unterbrochen. Du musst immer einen Treffer fressen. Nimm doch einfach einen Fluch 1 Schlag, reicht doch für dich. Oder 2 reicht in dem Fall auch schon, um ihn zu zerlegen. Ja. Hä? Der hat sich verpisst, Eike, hast du es gesehen? Eike? Nein! Der hat sich gedacht, nein! Ich bin weg und hat sich aufgelöst. Und natürlich sind die. Natürlich sind die alten Wege alle verschlossen mit Stacheldraht und den ganzen Geschissel. Wow. Ah, wäre schön gewesen, in den alten Resident Evil Teilen einfach die Gegner wegschlagen zu können, wenn man keine Munition mehr hatte. Vollständig geladen. Oh, Big Papa Jackson. Na? Unbesiegt auf ewig. Unbesiegt auf ewig. Warte mal, war hier an der Seite nicht noch was? Ich glaube schon, oder? Nein? Komisch, sonst sag ich ja hier Magnum-Munition. Ach nee, hier, da war es. Geil. Die Champignon-Puppe. Das heißt, jetzt nochmal diese Faust hier, Eike. Vollständig geladen. Nochmal 5% extra Schaden. Ist hier noch was? Nein. Noch was? Nein. Ah, jetzt kennen wir es wieder. Jetzt kommt uns das wieder bekannt vor. Natürlich ist er da vorne. Ja, bekanntes Gebiet, nicht wahr? So, nochmal. Es gibt nochmal 6% extra Schaden. Ich finde es irgendwie lustig mit den Händen. Ich stelle mir vor, dass das so läuft. Ah. Ja, die Gegend hat sich verändert. Oh, so ein Tunnel. Erinnert mich an E.T. Verdammt. Was ist hier passiert? Okay, das gab es nicht in E.T. eingeschissen. Ja, da hat er ganz schön viel Blut im Stuhl. Und der hat, ja. Ach so, ich dachte, der wäre in 2 Hälften gerissen. Sagt man so schön. Lieber Stuhl im Blut. Nee, stimmt gar nicht. Lieber Blut im Stuhl als Stuhl im Blut. Jetzt hast du es falsch gemacht. Das ist jetzt für immer auf YouTube. Ja, jetzt hast du den Wurm völlig umsonst gefressen, Duftschaden. Hier nochmal für den Fall, dass man. Ja, ich habe noch mehr als genug Zeug. Das kriegt man auch, keine Sorge. Hier nochmal Erklärung, warum. Wie diese super Faust funktioniert. Zeig mal, will ich lesen. Willst du nochmal lesen? Dabei sagst du immer, nee, mach das weg, das sollen die Leute selbst lesen. Dachte, du bist nicht so in Physik drin, Eike. Und das bei nur 5,5 Kilogramm. Weißt du, wie viel 5,5 Kilogramm wiegen? Okay, so viel, reicht. Wie 5,5 Kilogramm. So viel für oder wie 5500 Gramm. Genau. Das ist ungefähr so viel wie ein Sixpack 1,5 Liter Colas. Ja, wo ich es gesagt habe, Eike, hier, siehst du? Alles wieder da. Netterweise haben die alles eingesammelt, was wir verloren haben, als wir in den Sarg gesteckt wurden. So, mal Arznei. Aber ein Sixpack 1,5 Liter Colas, rechne das doch mal durch. Und die Bombe haben wir immer noch. So, siehst du, Eike, damit haben wir jetzt mal 5. Ja. Mal 5 ergibt 25, 15, 25. Und dann nochmal 13% nochmal drauf. Das heißt, 38% mehr Schaden machen wir jetzt. Da wir die ganzen Puppen wieder haben. Ja. Also ich glaube, also wenn das Spiel realistisch wäre, könnten wir uns jetzt einfach hier alles, einfach nur durchpunchen durch alles. Obwohl, gut. Wir sind ja schließlich hier nicht in Red Faction, wo man alles zerstören konnte. Also alles. Zoe, kommt mit mir. Zoe! Und jetzt werden wir sie wahrscheinlich einfach nur aufheben und wegnehmen müssen, nicht wahr? Ja. Nein, jetzt bricht irgendwas durch die Tür, der kommt hinter uns. Er steht plötzlich hinter uns. Aber erstmal looten, bevor wir leveln. Looten und leveln. Das gehört
oder Boss. Den Teil. In, Pfeil. Hast du die Zeit im Blick? Ja. Wir sind nicht. Wir sind gerade bei 15 Minuten. Okay, dann bis zur nächsten Folge. Ciao. Nein. Doch. Finale. Kein Finale. Kein Finale? Nein, das Finale ist nicht. Sicher? Okay. Ist eine arschlange Cutscene, Dechan. So lang ist sie jetzt auch wieder nicht, aber gut. Doch, Dechan, es ist. Ja, ich mach hier aus. Ja, ich mach hier schon aus.